Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, jetzt mit der neuen Maske, die wir haben, nämlich die Steinmaske, mit der wir extrem bescheuert aussehen werden, gehen wir nochmal hin. Okay. Delfin! Delfin! Ja, in der Piratenbasis gibt es 4 Eier insgesamt. Das heißt, wir müssen in die Piratenbasis zweimal. Und dann gibt es noch bei diesen Nadelfelsen. Entschuldigung, ich bin etwas verschnupft. Hui. Gibt es auch noch mal 2, glaube ich. Ne, 3. Genau, es sind ja insgesamt 7 Eier. Und insgesamt gibt es da 3 und hier in der Piratenbasis 4. So. Und jetzt let's go. Jetzt müssen wir unter denen durchschwimmen. Ja, wir sehen ja genau, wo die Schiffe gerade fahren. Ich warte einfach, bis die vorbeigefahren sind. Ist sicherer so. Weil da ist ja eine ganz, ganz große Lücke zwischen denen. So. Jetzt dürfen die mich nicht mehr sehen. Okay, jetzt brauche ich die... Nein, die Uronmaske. What the fuck, was war das? Oh, scheiße, ich habe Skype an. Egal. Okay, jetzt muss ich wieder zurück ins Wasser. Ja, zum Glück sehen mich die nicht. Hui, hui. Ach, ich liebe es, mit ihm zu schwimmen. Es macht so Spaß. Wenigstens kann Link in diesem Teil schwimmen. Auch als Mensch, meine ich. Aber halt nur... Oh, hier sind Fische. Von denen könnte ich mir eigentlich einen einfangen. Okay. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Ich glaube, das war richtig. Ja, das war richtig. Ich sehe auch irgendwas. Nö. Hui! Aua. Geht's hier hoch irgendwo? Nö. So, schön da durchschlängeln.
Ich hasse diese Dinger. Das sind Minen. Und ja, die können einen ganz schön... Ja, es kann böse enden, wenn man mit denen in Berührung kommt. Ach, halt die Klappe, Skype. Oh, hier ist eine... Mein Herzteil. Wie komme ich da nochmal hin? Das ist jetzt die Frage. Skype, Klappe. Halt, ich habe ja die Coronamaske schon. So. Yay, ein Herzteil. So, jetzt habe ich das Herzteil auch. Und jetzt wieder die Maske aufsetzen. Erstmal die Truhe aufmachen, da sind bestimmt wieder 20 Rubine drin und hey, in 11 Stunden gleich muss ich hin. Blauer Rubin. Okay. In 11 Stunden muss ich auf der Ranch sein. Da habe ich noch Zeit, ein paar Eier zu holen. Ja. Muss ich wahrscheinlich auch den Schalter drücken. Ah, nee. Muss ich gar nicht. Gut. Eigentlich könnte ich auch mit den, Armdingern von Link, das machen, aber... Also, wenn er ein Gorone, kein Gorone, sondern ein Zora ist, aber egal. Autsch. So. Gibt's hier irgendwas? Nö. Weiter. Ich liebe es. Scheiße, verdammt. Nochmal. Musste mich gerade konzentrieren. So. Ey, Skype, Klappe. Ist da oben was? Oh, da oben ist was. Dann mache ich das nochmal. Das nächste Mal, also fürs nächste Mal merken, Skype ausstellen. Wow, gerade noch so. Wo geht's denn hier lang? Oh, da will ich gar nicht hin. Ich will noch nach oben. Ist da oben nicht irgendwas? Da muss doch irgendwas sein. Ah, stimmt, das
können wir uns schon mal angucken hier. Überall Wächterinnen. Ja, das ist den den Gerudos nachempfunden, die in der Wüste wohnen. Da muss ich hin. Ja, das wird was Lustiges. Wird auf jeden Fall viel Arbeit. Autsch. Ich rüste schon mal die Felsmaske aus. So. Das sieht total doof aus. Bei mir ist es aber auch schon mal vorgekommen, dass sie einen Stein gesehen haben, der sich halt bewegt hat. Und das war halt ich. Dann haben sie mich trotzdem entdeckt. So. Ja. Da oben muss ich hin. Ach ja, und ich brauche ein Foto von denen. Na? Ah, gut. So. Ja. Die sehen mir zwar hinterher, aber die sehen mich nicht. Ja. Wie gesagt, dieses Foto brauche ich. Wenn ich die Maske jetzt abnehmen würde, dann würden sie mich sehen. Und das wäre nicht von Vorteil. Nee, hier rein muss ich nicht. Ich muss oben rein. Genau. Ich muss jetzt die Treppe hoch. So. Die sieht mich nicht. Die läuft einfach weiter. Okay, Memo an mich selber. Skype ausmachen. Das nächste Mal. So. Na, ha, ha. Ich wollte die Dings abnehmen, aber... Oh, da ist eine Biene. Oder eine Wespe oder was auch immer. Ja, hier ist ein Bienenstock. Flupp. Ich habe auf dich gewartet. Und, hast du die restlichen Eier gefunden? Oh, scheint wohl die Anführerin zu sein. Nein, aber nur weil... Was willst du mir damit sagen? Wir werden zum Gespött der Leute, wenn bekannt wird, dass uns das eigene Beutegut gestohlen worden ist. Ja, aber Avail, dort, wo uns die Seeschlangen angegriffen haben, war das Wasser so eigenartig trüb. Schweig! Deshalb also können die Zoras keine Hilfe holen. Die Zoras müssen bereits verzweifelt auf der Suche nach den Eiern sein. Wenn wir uns nicht beeilen, werden sie das Rennen machen. 4 Eier haben wir hier. Rasch, finde die anderen 3 Eier, bevor sie von den Seeschlangen gefressen werden. Zu Befehl. Skype, halt die Klappe. Warte. Die Zora-Eier sind der einzige Hinweis auf den Wirbelsturm, der über der Bucht hängt. Wenn es wahr ist, dass was der Maskierte sagt... Maskierte? Dann sind wir bald im Besitz des Schatzes, der im Tempel im Auge des Sturms ruht. Dann haben wir für den Rest unseres Lebens ausgesorgt. Also bewegt euch und findet sie. Jetzt! Zu Befehl! Nein, das werdet ihr nicht.
Bienen, nein! Ich hasse Bienen! Sie zerstechen meine makellose Haut! So, hier ist eine Truhe. Die hole ich mir jetzt noch. Und zwar muss ich dazu einfach runterspringen. So. Oh ja, es ist eine große Truhe, eine sehr, sehr große Truhe. Was da wohl drin ist, die Scheinwerfer kommen schon aus der Truhe raus. Und da ist übrigens ein Ei in dem Dings. Der Fanghaken. Yeah. Und mit diesem Fanghaken, den ich jetzt ausrüsten werde, werde ich mich da hochziehen. Oh, das ist ein... an das Holz. Ach nee, das ist... hier. Holz. Na komm. Und jetzt... ich habe das Ei. Lass mich. So. Und damit beende ich dieses Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Also bis dann. Ciao.